Hallo aus dem Wellgewonnenen Game Reserve. Wir wollen euch einmal unsere Lodge zeigen, die Ekotoleni Lodge. Und das ist richtig, richtig cool hier. Wir haben hier so ein schönes, ja, so eine schöne Lodge im afrikanischen Stil gehalten. Und ja, ich nehme euch direkt mal mit rein. Da steht Jessie schon. Ja, das ist ein richtig, richtig cooles Zimmer hier. Hier gibt es sogar Zeitungen. Ja, das ist auch krass, habe ich jetzt eben gesehen. Nee. Nee, und das ist super schön eingerichtet. Hier oben Ventilator, Klimaanlage gibt es nicht, aber hier ist auch so schon richtig kühl drin. Braucht man gar nicht. Nee, und auch hier mit den Steinen, das ist richtig schön gemacht. Ach, guck mal, das ist so ein lilanes Licht. Mhm. Cool. Richtig schönes, großes Bett. Und ja, wir sind gerade angekommen, deswegen, jetzt sieht noch alles schön aus, deswegen machen wir auch die Roomtour direkt. Hier haben wir ganz viel Staumöglichkeiten. Vorne gibt es so einen kleinen Platz mit einer Lampe. Hier noch unser Glas vom Begrüßungsgetränk gerade. Und ja, die Aussicht vom Zimmer, aus der Lodge raus, ist einfach mega. Abends kommen wohl angeblich auch hier manchmal Elefanten rein, ähnliche Tiere. Und was richtig, richtig krass ist, oh, um mich so unscharf, was richtig, richtig krass und Wahnsinn ist, hier gibt es keine Zäune. Mhm. Also wir dürfen zum Beispiel abends vom Essen bis zum Zimmer nicht alleine laufen, da wird uns einer begleiten, weil halt wirklich alle Tiere hier reinkommen können. Das ist krass, das war ein Abenteuerfaktor. Ja, ja. Ja, vor allem für Jessie wieder. Ja, aber für mich auch. Ne, da haben wir hier so eine schöne Sitzgelegenheit. Hier vorne dann Kekse, Kaffee können wir uns alles machen. Wasserkocher ist drin. Ja, hier können wir unsere Kleidung aufhängen und hier unten was abstellen. Und von hier aus geht es dann weiter ins Badezimmer. Und das ist mega schön. Hier vorne rechts rum ist einmal die Toilette. Und dann, wenn man in den Raum guckt, eine richtig coole große Badewanne. Das ist voll schön. Und hier sogar Doppelwaschbecken, zwei Spiegel, steht man sich nicht im Weg oder auf den Füßen. Ja, Handtuchhalter. Und hier vorne ist so eine riesengroße Dusche. Aber das Wahnsinnige ist sogar, wir haben nicht nur die Dusche, sondern wir haben noch eine Außendusche. Zeige ich euch auch einmal. Einmal rausgehen. Und zack, links rum. Da ist unsere Außendusche. Echt Wahnsinn. Und wir müssen hier die Türen geschlossen halten, wenn wir nicht im Zimmer sind. Weil hier können sonst Affen reinkommen oder Schlangen und ähnliches und will man natürlich nicht. Und ja, direkt hier vorne haben wir noch so Sitzgelegenheit oder Liegegelegenheiten. Das ist richtig Hammer. Und es ist total still hier. So mega. Vor allem wenn man, ich weiß nicht, von hier aus wird man es jetzt nicht sehen können. Na, da vorne sind auf jeden Fall da Zebras. Da hinten. Aber ich denke, hier filmen wir noch genug. Da hinten steht ein Springbock im Gebüsch. Das ist Wahnsinn. Hier vorne ist das Hauptgebäude. Aber das zeigen wir euch natürlich auch noch alles. Wir wohnen da vorne und sind gerade hier den Weg entlang gegangen. Und was auch ganz witzig ist, hier hinter dem Hauptgebäude, da gibt es sogar eine Tischtennisplatte. Wenn man Lust hat, kann man hier also mal die eine oder andere Runde zocken. Aber was viel cooler ist, ist hier vorne einfach der Pool. Und wenn man sich danach da vorne auf die Liegen legt, super Aussicht, so schön. Und ja, Jessie wartet schon aufs Essen, ach, ist schon da, das ging aber fix. Ja, ja. Gut aus. Was gibt's denn? Salat, Veggies, gefüllte Aubergine. Aubergine, klasse, ja. Ja, hier essen wir jetzt und ansonsten können wir auch später Abendessen, glaube ich, im Frühstück da hinten einnehmen. Und hier vorne ist noch so eine Feuerstelle, aber jetzt gibt's erst mal Essen. Hier vorne von dem Sitzbereich, hi, da geht es hier in so einen riesen Raum rein. Hier kann man abends auch schön zusammensitzen oder in Ruhe mal was lesen. Der ist echt hoch. Hier hängen so ein paar Waffen rum. Ein riesiger Kamin ist in der Mitte. Das ist echt alles schön eingerichtet. Vorne ist auch noch ein Bad und Toilette. Und ja, wenn man rausgeht, ist man hier wieder direkt in der Pool-Area, kann man sagen. Von hier aus geht es dann in den Bereich, wo wir gefrühstückt haben. Und das ist auch wirklich genial, weil hier vorne hatten wir den Morgenkaffee heute, hier in der Ecke, bevor wir zum Morning Drive aufgebrochen sind. Und ja, hier ist auch eine super schöne Sitzecke in dem Raum. Und das ist alles total hell. Dort vorne ist auch ganz witzig, da gibt es noch Spielesammlungen, Monopoly, ein paar Bücher,
Hier ist ein Kamin, schöner, vorne sogar ein Fernseher, Surround-Anlage und ähnliches, Verstärkeranlage. Und da ist eine richtig schöne Bar. Ja, und da nochmal eine Sitzgelegenheit oder Sitzarea, das ist echt richtig toll gemacht hier. Und unser jetziges Frühstück nach dem Morning Drive hatten wir hier. Und hier kann man im Übrigen auch sein Abendessen zu sich nehmen, zum Beispiel wenn das Wetter schlechter ist, man nicht draußen sitzen kann. Hier kann man sich nachmittags auch ein bisschen hinsetzen, Kaffee trinken oder ähnliches. Und da saßen wir gerade beim Frühstück. Was richtig gut war. Oh ja, das war sowas von mega. Vor allem, schon wieder die Aussicht. Sind direkt wieder Tiere vorbeigezogen. Das ist irgendwie immer, wenn wir hier sind. Das ist richtig cool. Ja. Ja, und das Essen ist echt einfach. Also der Koch ist so gut, den würden wir am liebsten ins Gepäck packen und mitnehmen. Wir haben schon gesagt, können wir ihn nicht mitnehmen. Ja, wir sind ja echt jetzt Veganer und essen eigentlich einfache Sachen. Das ist jetzt nichts total Spezielles, was es da meistens gibt, aber aus den echt einfachen Zutaten hat er auch jetzt beim Frühstück selbst so ein leckeres Essen gemacht. Ja. Das ist, keine Ahnung, also so gut würde ich gerne kochen können. Das ist richtig krass und super freundlich sind die Leute, die sind so nett. Ja. Auch der Fahrer, der Ranger beim Morning Drive, der gibt sich so viel Mühe und Zeit und erklärt alles genau. Mhm. Also hier ist bis jetzt echt nichts, was echt negativ aufgefallen ist. Echt schon perfekt, super, muss man schon sagen, ja. Jo, das war's eigentlich auch schon wieder zur Roomtour. Links packen wir euch wie immer unten in die Videobeschreibung rein. Ja, wenn ihr mal in der Nähe seid, kommt vorbei oder macht eure Hochzeitsreise hin. Ich glaube, hier hat jeder Spaß. Das ist schon definitiv. Das ist schon echt ordentlich, muss man schon sagen. Jo, das war's auch. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch hier gefallen hat. Also wir würden am liebsten hier einziehen. Das Krasse ist auch, viele der Leute, die hier arbeiten, das sind gar nicht so viele, die wohnen dann direkt hier auf dem Gelände. Also ja, Angestellte, die auf einer Lodge wohnen. Das ist kein ganz schlechter Beruf, glaube ich. Muss man schon sagen. Ja, wie gesagt, lasst einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.